Okay, 14. Geht doch. Ach, ich brauch 20. Ich habe jetzt erstmal 5. Ist hier eins drin? Nimm mal Klopapier, 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 okay. Vagabund kann ich gleich ansprechen. Geht doch. Und 17. Geht doch. Bist du auf der Suche nach einer Bleibe? Nö. Nein. Könntest aber eine Mütze voll Schlaf vertragen, ich seh's dir doch an. Besser du vergisst nicht, dich ab und an in die Horizontale zu begeben. Und komm ja nicht auf die Idee, ein Nickerchen zwischen den Felsen zu machen. Du kannst die Betten in unserem Lager jederzeit benutzen. Meistens pennt man zwar im Mief der anderen, aber es gibt Schlimmeres. Ich will hier aber nicht pennen. Na, du bist wohl auch schon eine Weile auf den Socken. Ich sagte ja, wenn du aus dem Achselschweiß eine Suppe machen kannst, dann wird es Zeit für eine Pause. Den Tipp gibt es frei aus. Warum hat es dich nach Ignadon verschlagen? Die Vergangenheit. Das musst du mir erklären. Die falschen Freunde, die falschen Ziele, das falsche Leben. Auch wenn es sich wie ein Witz anhört, hier ist es 100-mal sicherer als da, wo ich herkomme. Mehr kann und will ich nicht darüber erzählen. Die wollen alle, komischerweise, dass wir uns hinlegen. Warum wollen die das? Wollen die uns vielleicht im Schlaf berauben? Gute Reise. Guck mir auf jeden Fall so vor. Ich will nicht, aber ich will aber nicht pennen. Ich habe auch erstmal alles, was ich will. Ich reise jetzt erstmal wieder zurück. Und gebe ihr das, die Versorgungspakete. Genau. Ach, ob ich jetzt eigentlich zu den Dingens mal wieder zurückkehren kann? Gegen die Alps habe ich auch noch keine Chance. Ja, wenn die Klinge stumpf ist. Sei lieber ach, Löwin. Hier, die benötigten Überlebenspakete. Du hast es tatsächlich geschafft. Jetzt kann ich endlich etwas Anständiges zu essen ausgeben. Aber sag, was hat man dafür von dir verlangt? Elexit, mehr wollten sie nicht. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach geht. Hier, das sind die letzten Einnahmen, die die Kantine abgeworfen hat. Ich hoffe, sie decken wenigstens zum Teil deine Ausgaben. Ne, nicht mal annähernd. Das reicht vollkommen. Danke. Ich weiß deine Großzügigkeit zu schätzen. Hast du etwas zu essen für mich? Natürlich. Aber ich muss dir ein paar Splitter berechnen. Bitte. Ich komme später darauf zurück. Na dann. Das ist doch nicht dein Ernst. Wenn das jemand hört.
Was haben wir noch? Du redest doch nur Blödsinn. Raudo hat Probleme mit seinem Generator. Ich soll ihm helfen, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Elektroschrott. Das wollte ich alles gar nicht wissen. Kann ich ihm aber noch gar nicht so besorgen. Lager der Kläre wird vom Nordosten Mutanten bedroht. Situation ist ernst. Nein, Finger weg. Okay, aus und macht 9. So, das habe ich alles. Was gibt es in Kontaktaufnahme? Outlaw Daryl hat mir berichtet, dass die Kläre anscheinend Kommunikation. Ach genau, Raketenbohnen. Finde die Audiologs, habe ich ja noch nicht. Auch kontaktverschlüsselte Kommunikation. Machen wir das mal. Genau, da muss ich ja dahin. Reisen wir mal wieder zurück. Wer ist das denn? Hallo, Fremder. Ich habe die besten Waren, die du auf deinen Reisen jemals brauchen kannst. Den kenne ich noch nicht. Dann zeig mal, was du hast. Nur das Beste für einen Abenteurer wie dich. Ja, Irgendwie nicht, ne? Geradeaus. Wollte ich... Nee, ich hatte den direkten Weg genommen. Und dann, genau, und dann bin ich auf diesen einen Typen da getroffen. Und der hatte dann ja gesagt von wegen, nee, tritt uns bei. Und dann bin ich denen ja beigetreten. Ach, das sind wieder hier diese... Hey, die sind aber auch auf Wanderschaft, ne? Ist ja unglaublich, ey, wo die schon überall waren. Ich muss auch noch die Quests für meine Gefährten machen. Fällt mir gerade mal so ein. Oh Gott. Vogel, Frosch. Was will was von mir? Der Vogel. Da ist noch ein Händler. Oder ist das wieder der Typ hier mit dem... Ja. Möge Kalan über dich wachen. Das ist hier wieder der Dingens. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Die Ratten sind die einzigen Viecher, die noch normal geblieben sind. Ne? Ansonsten gibt es keine Tiere mehr aus unserer Welt. Gibt es echt nicht. Es gibt sonst keine... Nichts. Nein. Eine Keule gefunden. Yay. Hier so schräg hoch muss ich. Ach, das war doch nur mit dem Funksignal, ne? Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Weil wir hier nicht sein sollten? Das sieht mir aus wie ein Lager der Outlaws. Ja!
Hier ist überhaupt keiner. Das sind da oben von Ohr. Hallo, oh, nein! Scheiße! Fuck. Oh Gott. Nein! Oh Scheiße. Nein! Oh nein! Oh. Ach, wie schön. Warte, die Keule brauche ich noch. Okay, aber darum ist also auf jeden Fall falsch. Dann muss ich muss wahrscheinlich da hoch. Wie komme ich denn da hoch? Über die Berge klettern? Oder einfach hier rum? Ich versuch's erstmal hier rum. Bah. Die Asseln sind so mega groß geworden. Aber ich frage mich, woher das kommt, dass sie sich dafür entschieden haben, nur Ratten noch gleich zu lassen von den Tieren, die wir kennen. Ich meine, sie hätten ja auch irgendein anderes Tier nehmen können oder noch ein paar Tiere dazu. Es wird wieder hell. Was ist das da oben? Ne, es wird nicht wieder hell, jetzt wird es wieder dunkel. Wahrscheinlich kamen wir nur gerade etwas näher an dieses Eisgebiet dran. Ich sehe Blut. Ich frage mich, wofür diese Ruine einst gewesen sein mag. Warum wurde sie gebaut? Wer hat hier gelebt? Wir werden das wohl nie erfahren. Mädel, du fragst dich eindeutig zu viel. Wir haben hier gerade Probleme. Einen haben wir. Und 20 Tränke dafür verbraucht. Toll. Wieso greifen uns denn sonst keine an? Wieso greifst du mich denn zum Beispiel nicht an? Kann ich fliegen? Okay, den haben wir auch. Oh mein Gott, da steht noch einer. Den schaffen wir. Oh oh. Ups, Entschuldigung, Kaya. Ich kann die nicht plündern. Alps. Dann haben die das hier überrannt. Dann sind die Leute wahrscheinlich tot.
Das war wohl nichts. Das war wohl nichts. Hä? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Die sind tot. Ach ja, ich soll da ja hoch. Oh nee, echt jetzt. Ich krieg Alp schon kaputt. Also, krieg ich hin. Problem ist nur, es können sogar auch viele sein. So wie da jetzt zum Beispiel 3 Stück, aber die müssen auch so wie jetzt gerade nacheinander angreifen und nicht alle auf einmal, weil dann ist es ein bisschen noch zu hart. Oh Gott, wie leid denn noch? Yes. Oh, guck mal, da oben ist sowas wie ein Damm. Ein Damm, eine Windmühle, da ist die Kuppelstadt. Was ist das für ein Ort? Das ist bestimmt so eine Alpbasis. Da ist auch noch eine. Kaya, du bist auch nach oben gekommen? Hättest du aber nicht gemusst. Ich hatte so eine Altbar, so wie süß, da steht ein kleines Häuschen. Ich glaube, die Sonne geht gerade auf. Wir werden so angestrahlt. Eine Brause und einen Energieriegel nehme ich erstmal mit. Hier ist die Konsole. Antenne neu kalibrieren. Okay, das sollte ein Kinderspiel werden. Ja, das hoffe ich. Scheint funktioniert zu haben. Was ist das? Hier ist alles getan. Okay, cool. Wie kommen wir jetzt hier runter? Könnten wir jetzt einfach so nach Hause zwitschen, ne? Weil wir haben ja alles hier getan. Ach, das ist so ein Berserker-Händler, ist das. Ah. Ich muss von innen nach Lutz suchen. Und der ist da hinten. Die Antenne ist neu ausgerichtet. Ja, mir ist schon zu Ohren gekommen, dass die Funkverbindung wieder steht. Zwar haben wir noch ein paar Probleme mit dem Hintergrundrauschen, aber das kriegen wir auch ohne deine Hilfe in den Griff. Was meinst du? Ist die Station im Nordosten sicher genug oder müssen wir mit einem weiteren Ausfall in Zukunft rechnen? Das fragst du besser die Alps. Oh, bist du dort etwa auf ein paar von den Kerlen gestoßen? Mhm. War ja klar, dass sie uns in die Suppe spucken, wo sie nur können. Hier, das ist für dich. Du sollst ja nicht denken, dass ich vergessen habe, wie wertvoll deine Leistung für unsere Sache ist. Herzlichen Dank. Kann das sein, dass sie immer weniger bezahlen? Mir kommt das leicht so vor. Ich
Ich hatte doch hier irgendwo den Typen, der... Warum zerbrichst du dir darüber den Kopf? Solche Kerle kann ich nicht leiden. Wo ist der denn? Der stand hier. Nee. Dann wohl nicht. Ja, hier habe ich nichts mehr zu tun und bräuchte nur noch... Idan. Ach ja, mit diesen Außenposten, genau. Wo ist der denn? Der ist da. Ui. Ui. Ui, das ist aber ganz schön am Arsch der Welt, ey. Aber ist nicht schlimm, kriegen wir hin. Komme ich hin. Und dann da so geradeaus durch. Kriege ich auf jeden Fall gebacken. Gut. Aber meine Lieben, ich muss mich verabschieden und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.